Die weiße Flotte auf der Alster. Im frühen 19. Jahrhundert setzten noch über 11 Millionen Menschen dank der Alsterschiffe vom Jungfernstieg nach Uhlenhorst, Harvestehude oder Eppendorf über. Modische Begleiter wie Mantel und Hut durften dabei natürlich nicht fehlen. Nachdem der Linienverkehr 1984 aufgrund der immer besser ausgebauten Bus-, S- und U-Bahn-Verbindungen eingestellt wurde, sind die historischen Kähne bis heute eines der beliebtesten Touristenziele der Hansestadt. Typisch Hamburg eben. Eine schöne Alsterrundfahrt. Hochbahn historisch. Fortsetzung folgt.